Yam Yam Eis. Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Amnesia The Dark Descent. Im letzten Part sind wir hier im Maschinenraum oder was weiß ich, was das ist, angekommen. Aber wir haben ein kleines Problem. Genau, es lässt sich nicht bewegen. Die Tür, die dahin führt, die ist im Arsch. So, und Mr. Wackel wartet hoffentlich schon auf mich. Mr. Wackler. Nee, er ist nicht da, schade. Wir müssen noch irgendwas anderes finden. Aber ich wüsste nicht wo. How dare you? Ja, keine Ahnung. Weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ich will nochmal hier gucken. Sterbe ich denn, wenn ich da... Ich will nicht sterben. Ich bin, glaube ich, in diesem Spiel noch nie gestorben bis jetzt. Und ich will es auch nicht ausprobieren, aber... Kann man... Au! Ja, danke schön. Ah, wir haben ja 6 von den Dingern. Passt. Er hat wieder was eingetragen. Oh, geheimnisvolle Weise. Ja, ich würde einfach mal sagen, da ist Strom. Gehen wir nochmal zu Agrippa. Ich glaube, das ist so ziemlich das Einzige, was wir jetzt gerade machen können. Mr. Wackler ist nicht da. Oder Moment, ich guck nochmal. Ich guck einfach nochmal hier, ganz kurz. Es frisst ja nicht viel Zeit. Ich möchte nochmal... Das kann ja nicht umsonst hier sein, ohne Scheiß jetzt. Hier muss es irgendein Geheimnis geben. Zum Beispiel hier Pflanzenreich, ja? Pflanzenreich ist wichtig hier. Es steht Kopf, aber ist ja auch egal. Pflanzenreich. Es ist hinter den Schrank gefallen. Schön. Das kann doch nicht alles umsonst sein hier. Ohne Witz. Was haben wir hier für ein Buch? Die Kunde der Vierfaltigkeit oder was? Ja. Haben wir vielleicht... Ach, müssen wir hier was opfern? Nö. Müssen wir ihn hier opfern? Wir opfern dich... Oder ist hier was Wichtiges? Nee, das sind alles unwichtige Sachen. Aber ohne Scheiß, was macht hier der deutsche Adler? Ohne Witz jetzt. Der ist ein bisschen fehl am Platz hier. Blut. Vielleicht können wir da was drauflegen? Nein. Gut, ich würde sagen, der Raum ist jetzt noch relativ uninteressant. Aber verdammt, ich stehe jetzt auf dem Schlauch. Ich wüsste nicht, wo ich noch hin könnte. Ich dachte gerade, da steht Mr. Wackel. Aber nein, es ist nur ein Stein, der angeleuchtet wird. Pusten. Hier ist auch nichts Interessantes. Ja gut. Dann gehen wir zurück. Oder hat es hier noch eine Tür oder irgendwie? Also Mr. Wackler ist weggegangen. Und hier ist nichts. Okay, vielleicht wenn wir Agrippa ein bisschen Fleisch geben. Vielleicht redet er ja dann mit uns. Und sagt uns, was hier abgeht. Aber der redet eh nur wirres Zeug die ganze Zeit. Das geht gar nicht. Hauptschiff. Ach, Hauptschiff. Da sind wir doch richtig. Ja. Hier sind wir richtig. Ich bin so schlau. Ich wusste gar nicht, dass das hier das Hauptschiff ist. Aber gut. Gut zu wissen. Monster ist hier eh nicht, weil Agrippa noch hier ist. These cells are meant to hold prisoners who are under treatment. The people you send for will end up here. Remember that the confinement itself works as a preamble to the torture, and you should pace yourself. Don't take anyone before they are ready. Understood. Sounds from the torture chambers are shuttled in through those pipes in the ceiling. Manage your victims well, and let one prisoner's pain instill terror in his cellmate. Aha, diese Rohre sind also nicht zur Kommunikation gedacht, sondern die sind dazu gedacht, dass die Gefangenen einfach die Folterschreie hören der anderen Gefangenen. Das ist krass, das ist krank, das ist genial. Also, ja. Und ja, ich stehe wieder auf meinem Schlauch, denn mein Schlauch, der ist einfach zu lang, dass man da nicht drauf steht. Oh. Well, I suppose it doesn't matter. It is an old fable.
building temples out of caverns. The Dark Walls being the universe, and inside are its followers. Humans watching the sky slowly turn. But the followers do have one thing to allow them a real sense of connection, creation. The orbs. Aha, ist ja sehr interessant. Darf ich dir vielleicht Fleisch geben? Darf ich dir vielleicht Teer reingießen? Darf ich dich vielleicht aufkurbeln? Oder darf ich dich zerhämmern? Ach Mensch, Agrippa. Ja, wir wissen's. So. Das kann doch nicht sein. Ich habe irgendwas habe ich übersehen. Leute, ich habe was übersehen. Das ist Faktum. Vor allem die zwei Zunderbüchsen hier habe ich übersehen. Okay. Wir haben so viele. Warum nicht ausleuchten? Wie viele haben wir? Haben 62. Eieiei. Und dann leuchten wir hier alles aus, ne? Die Monster sehen mich dann zwar, aber scheiß drauf. Dann schiebt Daniel wenigstens nicht so eine Panik. Panik. So. Da ist nichts. Okay. Also zurückgehen kann ich nicht, soweit ich weiß. Hier, ich war hier nicht mehr. Nur eine Zunderbüchse, ernsthaft? Irgendjemand stapft hier rum. Aber ist ja egal. Darf gerne rumstapfen. Bewegt sich nicht. Ja, pass mal auf hier. Bäm. Ach. Kann ich die nicht aufzimmern? Nee. Schon wieder am Weinen. Alles so schlimm hier. Bam. Also Leute, ich bin ratlos. Ich war doch jetzt überall. Ich hab Teer gefunden, ja. Vielleicht muss ich die Teeren. Vielleicht hat der Chat, vielleicht habt ihr ja eine Idee, was ich da machen kann. Also gucken wir uns nochmal die Momentos-Dinger an. Also, genau, das hier ist der Blitz. Das hier ist, genau, die Maschinerie. Aber wie komme ich da rein? Eine schwere Tür blockiert den Weg. Die schwere Tür muss weg. Agrippa, der sterbende Mann, sucht eine Notiz namens, das ist, glaube ich, im anderen Raum. Okay. Also, das hier funktioniert nicht. Und die Gegenstände, also fleischen können wir es auch nicht. Hier vielleicht ein Fleischwolf. Nee, funktioniert auch nicht. Okay, Leute, das große Gesuche kommt jetzt. Also zurückgehen halte ich für eine ziemlich dämliche Idee. Denn da war nichts mehr. Ich habe alles gesehen. Ich war in jedem Gang in der Kanalisation. Da war nichts mehr. Da bin ich mir so sicher wie Soß, Saß und Sus. Und sehe es natürlich auch. Ich habe den Timer wieder nicht gestellt. 10 Minuten sind rum. Wieso vergesse ich eigentlich immer den Timer? Ich bin so ein Held. Das hier bringt ja auch nichts. Genau. So, gehen wir es nochmal durch. Da oben war nichts. Da habe ich jetzt echt geguckt. Ohne Scheiß. Och, halt doch die Klappe. And gathered a whole collection of orbs. But, unlike every other finder since the fall of the Israeli, he was able to unshackle the horror you and I connected with the orbs. He used them and was able to travel far and wide beyond the world itself. Also Lehmann hat gerade geschrieben, halt, und zwar in Caps mit 3 A's. Deswegen werde ich jetzt mal kurz warten, bis er geschrieben hat. Habe ich ernsthaft was übersehen? Wieso sagt er halt? Wieso schreibt er halt? Geh weg, Agrippa, geh weg. Nicht reden.
Die vernagelte Tür mit dem Hammer öffnen. Dann nehme ich eine Schaufel für. Meinst du, das geht? Ernsthaft? Ach so. Ach, so war das gemeint. Nee, nee, das geht nicht. Da war ich mir auch schon ziemlich sicher. Vielleicht können wir es ja verbuggen. Ja. Wieso bleibt eigentlich alles immer stecken? Das verstehe ich nicht. Es war ein guter Versuch, danke dafür, aber es hat leider nicht so geklappt, wie ich wollte. Ja. Okay. Wisst ihr was? Ich bin ja auch da reingelaufen und bin dann wieder zurückgegangen und hier gab es dann eine neue Cutscene. Vielleicht muss ich jetzt einfach wieder da zurück und dann funktioniert das. Also hierhin meine ich jetzt, Altar. Genau, es war ein Versuch wert. Also, hätte klappen können. Hätte ganz gut klappen können. So, wir gucken jetzt wieder. Mr. Wackler. Mr. Wackelmonster Menschi. Vielleicht hilft er uns. Vielleicht macht er die schwere Tür auf für uns. Es wäre möglich. Fände ich ganz cool von ihm. Aber ich glaube, er ist einfach weg. Er kommt auch nie wieder zurück hierher. Wir haben ihn wieder verbuggt. Wir verbuggen die ganzen Gegner. Beim Aufräumen helfen. Ja, Timo war jetzt doch eine längere Zeit weg, aber Timo, keine Sorge, ich komme gerade eh nicht weiter. Deswegen ist nicht so schlimm. So, hier. Also eins ist sicher, wir müssen hier weiter. Das ist so. Vielleicht können wir die Wand aufkloppen. Vielleicht müssen wir das aufkloppen. Ne, das habe ich ja alles schon mal ausprobiert, aber verdammt. Ey, ohne Scheiß. Ich komme nicht drauf. Ich komme nicht drauf. Was erwartet das Spiel von mir? Feinde? Hat er jetzt ein Wackelmonster losgeschickt? Fände ich ganz cool, weil der fehlt mir schon so ein bisschen. Der Wackler. Er ist aber nicht da. Wo ist er nur? Der wackelt bestimmt wieder irgendwo unnötig rum. Also hier sind auf jeden Fall die Rosen. Hier muss ich hin. Wo sind die nächsten Rosen? Nirgends. Die Räder. Die Räder, die Räder, die Räder. Ich glaube, die kann ich nicht aufheben. Nee, kann ich tatsächlich nicht. Also hier kann ich auch nichts machen. Was soll ich hier denn machen? Was soll ich tun? Ah, oh, oh, der Lehmann, der Lehmann, der Lehmann. Okay, er schreibt, ah. Die Kurbel an die Räder. Die Kurbel an die Räder? An die Räder? Kurbel an die Räder. Moment, ich überlege gerade mal. Welche Räder? Diese Räder? Räder, Räder, Räder. Die Kurbel an die Räder. Moment. Momentchen. Momentchen. Also das hat jetzt nicht geklappt mit denen da. Ey, ihr hier nur noch rum. Sorry, Leute. Der Part hier wird jetzt wieder so ein bisschen optional. Denn ich habe keinen Plan, was ich hier soll. Ist hier vielleicht was, wo ich eine Kurbel dran machen könnte? Nein, hier ist gar nichts. Kann ich den Teer vielleicht schon da drauflegen? Ah, vielleicht habe ich das hier jetzt gebraucht. Ein neues Momento. Genau, ja. Oh, Tatsache, Daniel. Ist ja krass. Wir konnten es auf jeden Fall teeren. Das ist schon mal viel wert. Das ist schon mal viel wert. Wir haben es geteert. Okay. Sinn? Hä? Warum? Ich gucke jetzt noch ein letztes Mal dort.
Und danach beende ich den Part und guck nach. Sorry, Leute, aber ich check's gerade echt nicht. Ohne Scheiß. Weil hier sind lustige Aufzeichnungen und ein lustiger Ritterkopf, aber... Hier ist nix. Die haben mich hier verarscht. Leute, die haben mich hier verarscht. Die wollen die ganzen... Nicht sterben. Die haben die ganzen Leute hier einfach verarscht. Lustige Zeichnung. Finde ich gut. Nee, da runter gehe ich bestimmt. Nicht abrutschen, nicht abrutschen. Nicht sterben. Oh Gott im Himmel. Fast wär's passiert. Okay. Mounts, ja, der Muni, der weiß auch nicht mehr weiter. Der mounts nur noch. Ich verstehe das nicht, sorry. Sieht aber geil aus, ne? Vor dem Wackelmonster, vor dem Wackler habe ich gar keine Angst mehr. Der kommt eh nicht. Also was soll's? Immer noch zu, ne? Ja. Okay, ich gehe zurück und dann beende ich den Part und guck nach. Sorry. Das erste Mal, dass ich so gesehen wirklich nachgucken muss. Ich spoiler nicht. Ja, Mensch, Muni, das ist ein bisschen gemein, weil ich komme gerade nicht weiter. Ich habe echt keine Ahnung. Ich hab Fleisch gekriegt. Okay. Dieses Fleisch, da war meine Idee schon, das einfach Agrippa in den Mund zu stopfen. Aber ich glaube, der will das gar nicht haben. Der will das nicht. Was ist da noch etwas? Ich habe immer so feiert. Oh mein. Nee. Habe ich ja schon ausprobiert. Alle, hier, friss. Agrippa braucht das nicht. Braucht er eine Kurbel? Nein. Wir fleischen jetzt einfach alles, was uns irgendwie verdächtig vorkommt. Diese Wand. Oh, nee. Ja, Spaß, hab Spaß. Das Problem ist, ich will das heute noch beenden, dieses Projekt. Ich guck nochmal in jede Zelle rein. Wisst ihr, vielleicht habe ich ja was übersehen. Hier, ich gehe an die Ketten so. Oh, ich bin gefangen. Oh, Licht. Hat nichts gebracht. Oh, hier ist Blut. Aber hier ist auch nichts. Optionaler Part. Ich sag's euch, der ist optional. Der ist jetzt optional. Ah, hier ist nichts. Ich habe da überall schon reingeguckt. Ich komme mir gerade sehr dämlich vor. Hier ist auch nichts, aber hier ist dieses Rohr, ne? Ihr wisst, die Folterschreie der anderen Insassen. Und der Muni, der hat auf jeden Fall seinen Spaß. Hey, das ist so gemein. Das ist so gemein hier. Okay. Ach, Moment, vielleicht mag Agrippa ja verrottetes Brot. Nehmen wir ihm auf jeden Fall mal mit. Ist es überhaupt? Ja, das ist Brot. Brot für die Welt und Brot für Agrippa. Also das hier leuchtet schon... Ach so, das ist wegen der Fackel unten. So. Und hier ist auch nichts. Gut, Agrippa kriegt jetzt Brot ins... Der Apfel ist auch wieder da. Okay. Aua. Okay, ich höre ihm jetzt einfach mal zu. Der Part wird vielleicht etwas länger. Vielleicht erzählt er mir ja was. You're a good boy, Daniel. And I appreciate your company. But I believe you have more important things to take care of. Ach, jetzt will er nicht mehr mit mir reden. Ich klopfe die Maschine. Ich stelle ein Glas drauf. Ich mache eine Kurbel dran. Und ich fleisch die Maschine. You should hurry, Daniel. No time for sitting around. Ja, mein Problem ist jetzt nur, was soll ich machen hier? Agrippa, gib mir Tipps. Sag mir, was ich tun soll. Agrippa. Wollt ihr mich jetzt eigentlich verarschen?
What the fuck? You're a good boy, Dan. And I appreciate you, Kamkam. But I believe you have more important... Okay. Ich nagel Agrippa jetzt mal. Nein, geht nicht. Er will nicht. Ich glaube, Daniel will auch nicht so recht. Okay, ich glaube, ich habe eine Möglichkeit gefunden. Wisst ihr was? Ich beende den Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein optionaler Part, wo nichts passiert ist. Gar nichts. Halt die Klappe. So, vielen und trotzdem danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Und ich hoffe, dann geht's weiter.